Hallo liebe Margit, schön, dass du auch bei uns im Uhudler Studio hergefunden hast und gerne auch mit uns da sprechen möchtest. Du bist ja Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz. So eine Bundesübung ist ja doch eine sehr große Sache auch, findet ja auch nur alle paar Jahre statt. Was bedeutet das denn für die öffentliche Wirkung? Ja, tatsächlich bin ich verantwortlich sogar als S5 im Bundesstab und ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir haben uns ja auch im Vorfeld vorbereitet natürlich, haben uns überlegt, was könnte für Medien interessant sein. Jetzt haben wir natürlich die Sorge gehabt, dadurch, dass es ja im Südburgenland stattfindet und noch dazu einem, sagen wir mal, so Wochenende ist, ist das schwierig für die Medien, Erreichbarkeit und haben sie auch die Möglichkeiten, dass sie herkommen und aber ich habe festgestellt, mit Journalisten telefoniert im Vorfeld und habe festgestellt, die waren eigentlich alle interessiert. Kann natürlich auch an der aktuellen Lage der Welt damit was zu tun haben. Dass man sieht, es sind sehr viele Katastrophen momentan immer wieder. Und ich glaube, da haben wir eine gute Möglichkeit gehabt, auch zu zeigen, wie potent ist das Österreichische Rote Kreuz, wie sehr kann man hier als Organisation nach Katastrophen oder Unfällen oder in Krisensituationen helfen. Und da war es natürlich auch interessant in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir zeigen hier Szenarien und die Medien haben die Möglichkeit, dabei zu sein oder wir beschicken sie nachher mit Texten und Fotos. Ich glaube, das war schon dann ein gut, also ich habe bis jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass gutes Interesse da ist. Du hast jetzt angesprochen, eben die Medien, dass da auch viel Interesse da ist. Was ist denn da besonders wichtig, was man beachten muss jetzt von einer Bundesübung und dann eben in Zusammenarbeit mit den Medien und der Berichterstattung auch von der Bundesübung? Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, wenn man jetzt nur die Medien betrachtet, dass man sagt, okay, was brauchen Medien in so einem Zusammenhang? Die brauchen gute Fotos, gutes Bildmaterial, Videos, Texte, eine gute eben Erreichbarkeit oder eben, dass sie gut beliefert werden. Die guten Fotos bekommst du dann, wenn du es schaffst, sozusagen möglichst viel Geschehen an einem Ort zu zeigen. Und wir hatten das heute bei der Übung mit dem Flugzeugabsturz. Da war wirklich viel los auf einem relativ überschaubaren Rahmen, in einem überschaubaren Rahmen. Das heißt, da konnte man wirklich gut Action sehen, gute Fotos liefern dann im Endeffekt. Ich glaube, das ist jetzt für Medien das Interessante, rein medial gesehen. Das ist nicht unbedingt das, was die Organisation braucht, weil die muss Logistik üben und so weiter, das verstehe ich schon. Aber für die Medien ist es natürlich interessant, wenn sie einfach gute Fotos bekommen in dem Fall. Das ist das Wichtigste. Ja, und somit auch die ganze Dokumentation, was ja auch bei so einer Übung dazu gehört. Das war immer so, dass wir gesagt haben, okay, wir liefern einen Basistext für eine Presseaussendung, die haben wir jetzt ja auch schon verschickt, wo dann noch einmal die relevanten Zahlen drin sind. Wie viele Mitarbeiter haben mitgemacht, wie viele Statistinnen vor Ort, das ist klar. Du brauchst dann nochmal die Zahlen, Eckdaten, Zahlen, Fakten und auch die Begründung, warum machen wir das? Warum tun wir das? Weil das war natürlich schon auch im Vorgespräch mit Journalisten, die gesagt haben, okay, was könnt ihr daraus lernen? Und sagt, das Tolle an dieser Bundesübung ist ja, dass aus dem ganzen Bundesgebiet Rotkreuz Mitarbeiterinnen kommen und natürlich dadurch, dass es ja eigenständige Vereine sind in den Landesverbänden, da sich auch eigene Kulturen des Helfens, das hat ja auch was mit den unterschiedlichen geografischen Verhältnissen zu tun. In Tirol mit den Bergen wird man vielleicht andere Herausforderungen haben als hier im Burgenland und so weiter. Und da kann man sich ja auch immer was abschauen voneinander. Ja? Also kann man dann sagen, okay, die machen das so, das ist vielleicht, weil es wird ja evaluiert, jede Übung wird evaluiert und daraus sollen ja die Mitarbeiterinnen lernen und das ist der Zweck der Übung, weil du willst im Katastrophenfall oder im Krisenfall willst nicht üben, da soll es dann zum Einsatz kommen und das ist auch die Message an die Journalisten, da ist die gleiche Message, wir üben, damit wir dann im Katastrophenfall nicht mehr üben müssen, sondern dass wir es da am bestmöglich schon können. Ja, vor allem auch eben bundeslandübergreifend. Wir haben da jetzt fast 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus ganz Österreich hier, die dann ja auch im Katastrophenfall miteinander zusammenarbeiten müssen. Was bedeutet dann da die Bundesübung, dass sie sich da wirklich auch darauf vorbereiten können und auch die Zusammenarbeit von den verschiedenen Landesverbänden einfach da auch geübt wird? Das hat auf mehreren Ebenen Vorteile. Das ist einerseits dieses eben, wir lernen voneinander und auf der anderen Seite stärkt es auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gell? Das habe ich auch jetzt schon wieder gemerkt im Vorfeld. Man hat es ja dann gleich mit mehreren Kolleginnen zu tun im Vorfeld und das ist ein Team. Dann in dem Moment ist es Teamarbeit und dann ist es recht egal, aus welchem Bundesland du kommst oder aus welchem Landesverband du bist oder ob wir aus dem Generalsekretariat kommen. Das ist ein Team, das ist das Rotkreuz-Team und das Rotkreuz-Team übt an einer Sache oder meistert eine Sache. Ja. Das ist es ja dann im Endeffekt auch.
Und man sitzt zusammen und unterhält sich, da kommt viel zusammen. Das stärkt den Teamgeist, natürlich die Zusammengehörigkeit auch. Und die Journalistinnen, die dabei sind oder die dabei sind, sind auch gleich Team. Ja, das ist dann immer so ein... Eine Rotkreuz-Familie. Genau. Familie, weiß nicht, aber auf jeden Fall ein Team. Ja, Teamwork und das ist immer positiv. Ja. Das kann nur gut sein, sowas. Ja. Und egal wie auch wenn, und gerade auch wenn Fehler passieren. Auch denen, aus denen kannst du dann lernen. Ja. Ja. Und das ist gut, wenn die in einer Übung passieren. Und damit sind sie sozusagen besser abgearbeitet, schon für den Ernstfall. Nein, ein schönes Erlebnis heute. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt. Das war heute wirklich gut. Mich hat auch diese Zusammenarbeit mit A1 gefreut, weil Innovation ja für das Rote Kreuz was ganz Wichtiges ist. Und die Geschichte mit der 5G-Drohne, das war heute schon auch toll. Ja, dass man sieht, okay, hier gibt es neue technologische Möglichkeiten, mit denen wir noch besser unsere Arbeit erledigen werden können in Zukunft. Einfach, am Anfang habe ich mir auch gedacht, was hat das mit dem schnellen Internet zu tun? Aber wenn du das durchüberlegst, ja, dass man damit auch Menschen schneller finden, Orten suchen, retten kann, dann macht das alles schon wieder Sinn und ja, war toll heute. Ja, sehr viel, was an Zusammenarbeit und Innovation einfach mit reinspielt. Aber dann hoffen wir, dass die Bundesübung da auch sehr gut ankommt nach außen und auch gut aufgenommen wird und auch schön darüber berichtet wird, weil wir haben da wirklich auch tolle Sachen geleistet, glaube ich, alle, die mitgewirkt haben, und das gehört auch nach außen getragen. Ja, ich freue mich. Liebe Margit, vielen Dank für deinen Einblick. Danke für die Einladung. Dankeschön.